wissen Sie, was hier los ist? Ja, ich denke mir so, da brauchen Sie bloß jeden Einzelnen mal fragen, um was es hier geht. Das weiß kein Mensch. Die Leute vorne oder ja? Die Linken? Die Linken. Wissen die, um was es geht? Ich? Nein, ob die Linken wissen. Die wissen nicht, um was es geht. Da sagt einer was und alle laufen hinterher. Aha. Ich bin der Meinung, dass sie sollten erst mal arbeiten gehen und dieses Geld ja kriegen, bevor sie auf die Straße gehen. Aber hier war doch vor kurzem ein Anschlag. Ja. Von einem stark pigmentierten. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich diese Demo hier. Ja, aber das interessiert den deutschen Staat ja auch nicht, ob das jetzt ein Dunkelhäutiger war oder ein Weißhäutiger war, Europäer oder nicht Europäer. Weil da ist der Staat gefragt und nicht die einzelnen Leute, die, dass man demonstrieren muss. Sehe ich so. Gott ist eben auch oft in Gewalt. Ne? Habt ihr in München auch schon erleben müssen? Ne? Haben wir schon erleben müssen. Es ist ja auch die Landesgeschäftsstelle deswegen zweimal verlegt worden jetzt schon, weil wir natürlich das Problem haben, dass die Angriffe kommen. Wir haben die Angriffe gehabt auf unsere Wirtshäuser, wo wir Veranstaltungen hatten, massive Bedrohungen und auch Gewalttaten, Beschmierungen. Der Staatsschutz ermittelt zwar, aber natürlich ist das in der Dunkelheit der Nacht, wenn das gemacht wird, haben wir das Problem, dass wir da nicht auskommen. Sie haben auch gesagt, dass Sie hier in dieser Kirche getauft wurden. Es verbindet ja. Sich sehr viel damit und es hat Sie wahrscheinlich auch empört, was hier stattgefunden hat und dass es vor allen Dingen medial so massiv verharmlost wurde. Genau, die Verharmlosung ist eigentlich das Debakel zu hören von einem Deutschlandfunk, dass dies kein überregionales Ereignis sein soll. Wenn das kein überregionales Ereignis ist, dann was? Es ist der erste Anschlag in einer christlichen Kirche in Deutschland mit diesem Ausmaß. Und nur der Besonnenheit und der schnellen Reaktion der kroatischen Gemeinde hier in München war es überhaupt möglich, dass wirklich dieser Anschlag nicht schlimmer endete als in einer Massenpanik. Und ich bin der kroatischen Gemeinde dankbar. Dass sie sich leider hier jetzt nicht zu uns bekannt haben, kann ich verstehen. Nun hat auch die Münchner Pressestelle der Polizei von einem geistig Verwirrten gesprochen, der nichts Verständliches gerufen haben soll. Jetzt habe ich da selber persönlich nachgefragt, ob sie jetzt eine Woche nach dem Ereignis nicht jetzt die ganzen Augenzeugenberichte ausgewertet haben. Aber man weicht immer noch aus. Es scheint so zu sein, als wenn da möglicherweise von oben Anweisungen kommen. Ne? Wir befürchten sowas. Genau sowas befürchten wir, dass da wirklich Anweisung von oben ist. Dass hier den Dampf aus dem Kessel zu nehmen und eigentlich müsste der Kessel unter Dampf gesetzt werden, weil man wirklich sagt, also de facto geht das nicht, dass wenn so etwas passiert, dass man da von einem geistig Verwirrten, der verwirrtes Zeug redet. Wenn wir haben die Aussagen aus kroatischen Medien und auch von Augenzeugen, die eindeutig von Allahu Akbar sprechen, von drei Tätern, die in eindeutiger Art und Weise in die Kirche gestürmt sind und zwar während des Gottesdienstes, also auffälliger geht es nicht. Was soll das anders sein als ein islamistischer Anschlag? Und dann auch noch mit Steinen geschmissen, ja, dass aufgrund des Aufschlags der Steine ja Knallgeräusche zu hören waren, was eine Massenpanik ausgelöst hat. Aber in den Medien war dann zu lesen, ja, dass die sozusagen grundlos sozusagen in Panik geraten werden, die Christenschäfchen. Das ist eine Unverschämtheit eigentlich, ja? Es ist eine Unverschämtheit einer Gemeinde, die seit vielen Jahrzehnten ganz friedlich ihren Gottesdienst hier feiert, so etwas zu unterstellen. Die kennen ihre Kirche, die kennen ihre Gemeinde. Also es ist einfach absurd, es ist wirklich absurd, sowas zu behaupten. Das geht nicht. Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat mal gesagt, ein Teil der Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern. Möglicherweise soll ja jetzt auch insbesondere vor der Europawahl möglichst die Bevölkerung nicht in Unruhe versetzt werden, damit sie schön brav bei den Altparteien ihr Kreuzchen setzen und nicht bei der AfD. Ja? Natürlich, das ist jetzt genau das Ziel, was alle versuchen, nichts darüber zu sagen, nichts darüber zu reden, um ja nicht der AfD, der bösen Partei, dem bösen Blauen hier irgendwie Auftrieb zu geben. Ich glaube, das Gegenteil wird passieren. Ich bin relativ optimistisch für die Europawahl, vor allem, wenn man sich unser Europawahlprogramm ansieht, das sehr ausgewogen ist, das ja auch sehr intellektuell, sehr anspruchsvoll ist, aber auch von den Programmatiken sehr weitgehend ist, mit sehr vielen Forderungen, sehr weitblickend ist. Wir haben ja nicht nur eine kurze, kleine Legislatur, sondern es geht ja wirklich über die nächste geschichtliche Epoche hinaus. Wunderbar. Viel Erfolg und viel Glück dazu. Dankeschön. Vielen Dank. Prima. Super. Auch wissen, warum sind die Kirchenoberen in Deutschland offen gegen die AfD? Warum rufen sie sogar auf, die AfD nicht zu wählen, obwohl wir eine christliche, zutiefst christliche Partei sind, obwohl wir die Werte des Christentums verteidigen, auch heute hier. Wir sind die Einzigen, die hier stehen und diese Kirche sowohl als Haus
aber auch im übertragenen Sinne verteidigen. Und was kamen für Antworten? Man viele Fragen, aber keine. Leider keine konkreten Antworten. Es war alles auf der metaphysischen Ebene. Und letzten Endes kann man das dann subsumieren darunter, dass man sagt, ja, wir müssen den Nächsten lieben und wir sind auf dem Boden des Evangeliums und wir wären nicht mehr im Mittelalter, wo man auch das Christentum offensiv verteidigt. Also das war schon sehr, sehr ernüchternd. Und auf die Frage, warum die Kirchenoberen hier in Deutschland gegen die AfD kämpfen, ist mir gesagt worden, naja, das müssen wir hier in Deutschland miteinander im Dialog schon alleine regeln. Und ich habe nur gesagt, wissen Sie, wir sind sehr für Dialog und wir sind sehr auch fürs gegenseitige Verständnis und für Toleranz. Und wir würden uns einzig wünschen, dass die Kirche uns gegenüber so viel Toleranz und Empathie entgegenbringt, wie sie den muslimischen Migranten entgegenbringt, die jetzt nach Deutschland einströmen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass im Vatikan überhaupt das Problem der Bedrohung, insbesondere durch den politischen Islam, identifiziert wird? Oder wird da der Kopf in den Sand gesteckt komplett? Ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der führenden Vatikanvertreter, der führenden Kirchenvertreter vorgeht. Ich weiß auch nicht, was in dem Kopf des Papstes vorgeht, wenn er die Füße küsst von diesen Leuten und immer wieder auf Appeasement macht. Man hat das in den 30er Jahren mit Hitler schon mal erlebt, das Appeasement, die Appeasement-Politik, wozu die führt. Nicht? Man kann einem aggressiven Regime nicht immer nur zurückweichen vor ihm, wird nur ausgenutzt und es führt zu einer weiteren Expansion dieses aggressiven Regimes. Und genauso, wenn man einer anderen Religion zeigt, dass man seine eigene Religion nicht mehr verteidigt, dann verliert man immer am Boden. Man sieht das ja, ich habe es ja auch nochmal angesprochen, es kann nicht sein, dass führende Vertreter unserer Kirchen auf den Tempelberg gehen und dort das Symbol des Christentums, das Kreuz, abhängen. Das Kreuz muss man hochhalten. Und wenn man das nicht macht, wenn man das Gegenteil tut, dass man das Kreuz verleugnet, wenn man es versteckt, dann verliert man natürlich an Anhängern. Man kann nicht von den Menschen, von den bedrängten Christen, gerade in der Region erwarten, dass sie für die Religion einstehen, wenn die führenden Vertreter der Kirche das Kreuz abnehmen. Ja, man müsste das Kreuz hochhalten und man müsste auch die bedrohten, verfolgten Christen schützen. Es werden Tausende jedes Jahr getötet. Ist da überhaupt kein schlechtes Gewissen bei diesen Kirchenoberen? Ich habe kein schlechtes Gewissen, der Kämpfer. Ja, es gibt offensichtlich noch viel zu tun, dass in ganz Europa die rechtskonservativen, patriotischen und christlichen Parteien weiter an Zuwachs bekommen. Momentan scheint es ja so zu sein, ne? Ja, es ist noch viel zu tun, aber es gibt Lichtblicke. Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Einmal, ein Lichtblick war hier in dieser Kirche. Die kroatischen Männer, sie haben ihre Frauen, ihre Kinder verteidigt. Sie haben den Angreifer bewältigt. Sie sind mit ihm fertig geworden. Und ich bin sehr stolz auf diese Männer, weil sie gezeigt haben, dass sie Europa verteidigen, dass sie die Christenheit verteidigen und dass sie auch im Kleinen ihre Familien, ihre Frauen und ihre Kinder verteidigen. Und im Großen, und das ist das zweite Beispiel, ich war gestern nicht nur im Vatikan, ich war auch in Rom. Ich habe mit dem Chef der Kanzlei von Matteo Salvini sehr lange gesprochen. Und wir sind da in sehr, sehr vielen Punkten uns einig mit der Lega. Wir werden die gleiche Politik verfolgen. Es ist jetzt schon klar, dass wir im Europäischen Parlament zusammenarbeiten werden. Und wir werden jetzt in wenigen Tagen auch noch zeigen, dass wir auch gegen die Schlepper im Mittelmeer, die oft von deutschen NGOs betrieben werden, dass wir da gemeinsam vorgehen werden. Ich glaube, in dieser neuen Fraktion sind es schon 9
Parteien aus verschiedenen Ländern zusammengekommen. Es könnten noch mehr werden, vielleicht sogar Viktor Orban, wer weiß. Wäre natürlich eine super Sache, wenn das auch klappen könnte. Da scheint sich ja jetzt ein Zuwachs für den Professor Meuthen zu bilden, der momentan noch allein auf weiter Flur ist. Ne? Ja, Jörg macht das sehr gut. Er ist schon langfristig an der Bildung dieser Fraktion dran. Wir sind da auch langfristig auch mit unseren Freunden von der FPÖ dran. Jetzt ist Lega dabei. Es sind viele gute, starke Parteien dabei. Und ob jetzt Viktor Orban in seiner alten Fraktion bleibt oder zu uns kommt, ist im Prinzip egal. Ich denke, getrennt marschieren, gemeinsam zuschlagen, das ist wichtig. Okay, vielen Dank, viel Erfolg. Sehr gerne, danke für deine Arbeit. Deutsches Vaterland.